Guten Abend, liebe Zuschauer, und willkommen zu den besten Tipps für Ihr Wochenende aus dem ganzen Norden. Das heißt aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg. Und in diesem Moment freuen sich bestimmt schon Tausende aus dem Norden auf ihren Ausflug nach Hamburg. In den Straßen der Hansestadt wird morgen gefeiert, ein Festival der Liebe, wie der Hamburger Schlagermove auch genannt wird. Ja, und diese Liebe bezieht sich nicht nur auf den Umzug und die Schlagermusik. Diese Liebe liegt auch schon vorher in der Luft. Die Liebe zum Detail und die liebevolle Vorbereitung der Veranstaltung. Und das in der gesamten Stadt, Christina. Ja, ich bin an der Alster. Das ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich für den Schlagermove, weil der ja in der Innenstadt stattfindet. Aber hier laufen die Vorbereitungen für den Schlagermove auf Hochtouren. Sogar Heino ist hier. Und gleich spreche ich mit dem. Heino, wir sind dran beim Schlagermove dieses Jahr. Sie moderieren ja mit mir. Ehrlich? Ja, Sie moderieren mit. Schön. Mario Reimer moderiert den Schlagermove mit Heino. Ja, hallo. Heino? Bisschen schlappen Arm hat er. Ja, hat er ein bisschen. Was erwartet uns denn so beim Schlagermove von Heino und dir, sag ich mal? Ja, wir werden auf jeden Fall zusammen viele, viele Künstler anmoderieren, die da sind. Wir haben Christian Anders mit dieses Jahr dabei. Anders, es hört ein Zug nach nirgendwo. Ja, genau das hat er gesungen. Dann haben wir dabei Mary Rose. Aha. Arizona Man. Ja, Arizona Man hat sie gesungen. Und sie sind ja richtiges Musiktalent hier. Ja, natürlich. Ich kann auch singen. Ja, das weiß ich. Kann Heino mal singen? Ja, ja, so, lau, 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 lüten, zehn. Langt? Reicht. Dankeschön. War wunderschön. Wunderschön sieht er dann auch aus. Der Move. 45 Trucks und massig Schlagerfans. Natürlich alle bestens vorbereitet. Es sieht so harmlos aus hier, wenn man sich umschaut. Aber weit gefehlt. Die Vorbereitungen für den Schlagermove laufen hier schon auf Hochtouren. Da vorne in der Garage. Und es wird auch Alkohol getrunken, habe ich gehört. Die Bornhöfts Schlagermover der ersten Stunde rüsten sich für Samstag. Das ist Willi Carell, ne? Nee, Tante Gretchen. Okay. Ja, Conny? Ihr eigener Fundus, alles original. Jedes Jahr wird er von Freunden und Bekannten geplündert. Und für die Herren haben wir dann auch noch nette Hemden im Angebot. Auch echt Polyester. Da schwitzt man auch so drin. Blond, braun oder schwarz? Und da drin auch. Das ist ein Pflichtartikel beim Schlagermove, das Brusthaartupie. Ohne dem geht eigentlich gar nichts. Die sind alle zu kurz. Sieht doch gleich viel besser aus, oder? Ohne Gesang geht auch nichts, deshalb wird geprobt. Samba, Samba die ganze Nacht, tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Wenn Sie jetzt noch nicht das passende Kostüm haben, macht überhaupt nichts, bekommen Sie noch in Hamburg bei Fahnenfleck. Zwar ist hier nicht alles original, wie im privaten Fundus der Bornhöfts, es ist aber trotzdem ganz schön bunt. Und ganz schön schön. Wenn Sie sich jetzt denken, Schlagermove muss ich unbedingt hin, dann kommen Sie am Sonnabend nach Hamburg. Um 15 Uhr geht's los auf dem Heiligen Geistfeld. Eintritt ist frei. Wir sagen Tschüss, wünschen Ihnen ein tolles Wochenende und sehen uns hoffentlich nächsten Freitag wieder. Bis dahin.